Nachricht. Hallo, wo sind wir denn hier? Ah, ja, wer sind denn Sie? Sind Sie etwa Sie, der Präsident? Oh mein Gott. Der Präsident von Belarus. Der Präsident von Belarus. Ja. Ah, ich habe die Ehre. Ich habe jetzt Freundschaft geschlossen mit den Russen. Ich helfe den Russen, weil Deutschland will in einem halben Jahr zu Russland gehören. Ach so, dann wird das hier russisch? Ja. Ja, wir sind doch eh schon russisch. Du bist nur ein halbes Jahr da, dann musst du nach Ukraine. Ich bin Matrioschka. Ich bleib da. Bleibst du? Ich hab Schof, ich bleib da, ich bin Matrioschka. Ja. Er ist der Präsident von Belarus, der Diktator. Ja. Der Diktator. Was haben denn Sie für eine tolle Kappe auf? Ja, ich habe mich jetzt verkleidet, dass die Russen mich mal in Ruhe lassen, wenn ja, die Schafe weg müssen. Das ist das Allerbeste. Weil ich habe eine russische Abstammung. Ja. Kann ich mal Ihre Frisur sehen? Ja, ich komme auch, meine Vorfahren kommen auch aus der Region da hinten. Deswegen liebe ich ja den Schnee so. Ach so, das ist ohne ja, Mütze. Ja, meine Haare gehen mir schon aus. Na, da sind nur noch ein paar. Russland. Jede Menge. Russland, ja. Aber mit der Kappe sind wir für russische Temperaturen gewidmet. Ja, in 14 Tagen geht's los, muss ich nach Moskau. Ach so? Ja. Haben Sie einen politischen Auftrag? Ja, ich habe immer. Was hat er denn für einen Auftrag? Wer? Der Präsident hier. Nur Blödsinn. Blödsinn? Ja, da passt er ja dazu, oder? Ja, genau. Hoffentlich geht's gut. Ich muss mich zusammenreißen, jetzt, dass der Putin endlich zur Vernunft kommt. Dass die ukrainischen Mädchen wieder schöne Mädchen sind. Ich suche immer Ukrainerin. Ah ja, freilich. Ukrainer sind die Besten. Ja, eben. Oder wir Bayern wandern ein, dann können wir die Mädchen gleich mitnehmen. Ja, genau. Wenn ich was zu sagen hätte, weißt du, was ich machen würde? Nein. Der Putin würde in mein Kofferreich stecken, in geschlossen aber und nicht frei. Also, den darf man nicht einsperren. Was glaubst du, dann fällt ganz Russland auseinander. Das geht nicht, wir müssen jetzt mit Schröder, den Russen. Du musst dann Schröder sagen, er soll 100 Euro mehr Rente bekommen. Ja. Er macht es mit Putin 100% wieder okay. Gut. Richtig. Bravo, Mr. Chef von Belarus. Schröder muss Präsident wieder werden. Dann freilich. Dann ist wieder Friede. Jawohl. Okay, also Leute, ja, schaut euch an, hier am Xaverhof erfährt man nur die Wahrheit. Genau.